Wirklich, ich bin seit über 30 Jahren auf Kreuzfahrtschiffen. Sie müssen sich mal vorstellen, mein erstes Schiff, auf dem ich gearbeitet habe, meine Damen und Herren, das war die Maxim Gorki. Das Schiff wirklich, 25 Jahre war ich auf diesem Schiff. Und dann wurde es tatsächlich versenkt, verschrottet. Ich stehe immer noch da. Bin ich für Neckermann-Seereisen gefahren auf der Italia Prima, die sind heute pleite. Wissen Sie, was das Schöne ist? Dass man da die Herausforderung hat, mit seinem Publikum ja tatsächlich zusammenzuleben. Ja, stellen Sie sich mal vor, Sie werden mit mir eingesperrt hier in diesem Theater. Und wissen Sie, was mein Lieblingsplatz ist auf so einem Kreuzfahrtschiff? Die Sauna. Es hat einen ganz bestimmten Grund, weil erstens, wenn ich mein Publikum einmal nackt gesehen habe, ja, wir kennen das. Wirklich, nein, der Hauptgrund der Sauna ist eigentlich der, dass ich das Publikum dort belauschen kann, ohne dass die kapieren, dass ich es ja eigentlich bin. Ja, das ist schön. Du hast auf so einer, auf dieser Schwitzbank, also zwei rum in dieser trockenen Sauna, die war auch ganz schön heiß. Da saßen zwei Herren vor mir, dann unterhielten sie sich über die Show. Meine Show war im Vorteil. Und dann hörte ich schon wieder einer, der so anfing, so, naja, also, die waren aus Bayern, das war schön. Wo ist das Kling? Was ist das Feuer? Zimt und Brötchen! So der eine plötzlich so zu ihm sagt, ich hab das gar nicht kapiert, wie der das macht. Du weißt, also wie macht denn der das? Du weißt, da siehst du nix! Was wolltest du sehen? Da siehst du nix so schritttechnisch gesehen. Meine Herrschaften, da wurde es mir bewusst, über was Sie nachdenken. Während ich hier oben versuche, Kunst zu machen.